Jeder kennt Eisstockschießen als Wintersport, doch um in Form zu bleiben und selbstverständlich auch um des Sports willen, wird während der warmen Jahreszeit auch auf Asphalt geschossen. Beim Pensionistenverband Österreichs, genauer gesagt in der Bezirksorganisation Christkirchen-Everding, ist man nun ebenfalls wieder auf den Asphaltbelag umgestiegen. Und um zu wissen, wer die beste Moorschaft vorweisen kann, wurde in Haag am Hausruck die bereits 6. Bezirksmeisterschaft im Asphaltschießen ausgetragen. Haag ist eine jener Gemeinden, die sich rühmen kann, eine eigene Stocksporthalle zu besitzen. Der Sport kann also wetterunabhängig ausgeübt werden. Die Gemeinde hat insoweit schon viel gemacht, indem sie diese Hallen errichtet hat. Ein Großteil des Geldes hat ja die Gemeinde aufgebracht. Und jetzt haben wir es halt dementsprechend vermarkten, versuchen wir halt zu vermarkten. Insgesamt waren 12 Moorschaften mit 4 Akteuren angetreten, darunter befand sich auch eine Damentruppe. Ein Team musste sich mit jeder angetretenen Moorschaft auseinandersetzen. Für den Sieg gab es 2 Punkte, bei einem Unentschieden nur einen. Die Summe der erreichten Zähler entschied dann auch über den neuen Bezirksmeister. Es gab demnach kein Finale, sondern die Leistung über das gesamte Turnier wurde aufaddiert. Sollte noch der Umstand der Punktegleichheit eintreten, dann würde die Quote entscheiden. Also auch die Einzelleistungen jedes Sportstockschützen würden dann herangezogen. Die Moorschaft Steinmeier aus Weizenkirchen siegte vor der Moorschaft Fichler aus Bram und dem Vorjahresmeister der Moorschaft Desch aus Christkirchen. Mit gemütlichem Beisammensein wurde die geschlagene Meisterschaft gefeiert. Preise gab es übrigens für jeden Stockschützen. Den habe ich von den Haager Geschäftsleute gekriegt. Als Preise sind wunderschöne Preise dabei. Wir haben einen Geschenkskorb, wo wir die Kaffeebohnen zum Schätzen haben. Und der näher ist, der gewinnt den Geschenkskorb um 500 Schilling, 36 Euro im Jahr.